Moin, liebe Videospielfreunde, mein Name ist Dave Danielson, ich bin vom Gamepad Empire und heiße euch herzlich willkommen zurück zum Gamepad Empire Großprojekt Pokémon, die Morgenrote Edition. So, wir sind in einer Stadt, in der das Pokémon Center nicht funktioniert, weil Crester Joy sich dachte, hey, springen wir doch mal in die Wand. Ich hoffe, wir können trotzdem hierher fliegen. Ich habe irgendwie gehört, wir haben die TM Fliegen bekommen. Das überprüfe ich direkt mal. Denn wenn dem so ist, hatten wir uns schon dazu entschieden, dass die VM Fliegen, die übrigens hier ist, am Niota beigebracht wird. Anstelle von Flügelschlag. Weil Akrobatik einfach zu stark ist. Biss und Unlicht. Biss ist Unlicht und Gift, Zahn, Gift, was wir noch behalten wollen. Also eine dritte Flugattacke wäre ja Schwachsinn. Also machen wir Flügelschlag weg für Fliegen, was eine äußerst angenehme Attacke ist. Außerdem haben wir noch Spukball. Spukball wird dem Jin beigebracht. Und zwar, das soll geschehen für Zuflucht. Zuflucht kann weg. Und puff. So, und soweit ich weiß, sollen wir uns auf die Suche nach den Sonnentempeln machen? Team Moxan soll da auf uns warten. Das ist, glaube ich, das, was momentan Sache ist. Vorher möchte ich mal jetzt die VM Fliegen ausprobieren, weil wir haben ja hier kein Pokémon-Center, mit dem wir uns heilen können. Ups. Am Nerd hat das Fliegen. Natürlich schaue ich vorher, ob wir überhaupt da wieder hin können, wo wir gerade sind, in Avia City. Offensichtlich können wir hier zum Pokémon-Center fliegen, auch wenn es nicht so richtig gut funktioniert. Das Pokémon-Center selbst. Weil die Schwester Joy eben sich dachte, die Wand einreißen zu müssen. Warum auch immer. Dann fliege ich jetzt mal zurück nach Desera. Ich weiß nicht, wo der Sonnentempel ist. Ich suche ihn noch. Vorher will ich aber erstmal... Ja, vielleicht hätte ich doch nicht die Stadt aussuchen sollen mit dem vielen Sand. Ich befürchte... Wir haben dieses Problem jetzt überall. Ich fliege mal weiter... Oh, bitte. Das wäre jetzt aber richtig, richtig, richtig unglücklich. Oh, thank God. Diese Schwester Joy scheint noch da zu sein. Halleluja. Wir haben eine Schwester Joy gefunden, die noch arbeitet und nicht das Gebäude erweitern will. So, wir suchen den Sonnentempel. Der soll irgendwo zwischen der großen Stadt, der soll irgendwo laut Bob sein, irgendwo beim Plateaugebirge. Das ist natürlich eine sehr gewagte Aussage. Irgendwo beim Plateaugebirge ist, ja, nicht so aussagekräftig leider. Zum Glück können wir auch zur Route 20 fliegen. Das hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. So, wir suchen Team Moxan. Finden wir Team Moxan denn hier in der Nähe? Ich glaube, wir fangen das Ganze anders an. Ich bin noch so ein bisschen... Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. So, fliegen wir nach Avia City. Und schauen mal laut... Chunk soll irgendwie... Im Nordwesten ein Teil, eine Höhle oder sowas sein, das von Team Moxan versperrt wird. Vielleicht ist es das, was wir da suchen. Das wäre natürlich super, wenn wir das hier direkt finden würden. Oh. Ah, guck mal, hier sind sie. Aber ich glaube, das ist nicht der Ort, wo wir hinwollen, oder? Das ist zumindest das, was Chunk meinte. Team Moxan hat Besseres zu tun, als kleine Kinder wie dich durchzulassen. Geh zurück zu deiner Mami, Kleinkind. Hast du etwa gedacht, dass wir dich durchlassen?
Ja, eigentlich habe ich das gehofft. So. Das wäre voll super gewesen von euch, ihr unfreundlichen Menschen. Okay. Also gehen wir hier oben wahrscheinlich nicht weiter. Jetzt müssen wir gucken, der Sonnentempel soll laut Bob irgendwo beim Plateaugebirge sein. Irgendwo beim Plateaugebirge ist natürlich ein sehr, sehr weitläufiger Begriff. Schauen wir mal, was das Pokécom uns sagt. Also die Karte. Der Sonnentempel wird wahrscheinlich nicht hier irgendwo eingezeichnet sein. Das wäre zu einfach. Ja, was bleibt uns anderes übrig, als zu suchen, ne? Wobei, wir hatten noch so ein paar andere Gegenden, wo Team Moxan davor stand, ne? Naja, schauen wir mal. Wo kommen wir denn überhaupt zum Plateaugebirge hin? Ich weiß doch gar nicht, wo wir hier sind. Das ist so ein bisschen problematisch. Ja. Eben gerade lief es noch so gut und jetzt fängt es wieder an, so rumzulängen. Da war das Pokémon Center. Ja. Ich habe das Gefühl, wir werden immer langsamer. Route 20. Im Süden Plateaugebirge. Im Norden Avia City. So, dann wollen wir noch zum Plateaugebirge. Laut Bob soll das dort sein. Es wäre... Also irgendwas muss echt geschehen. Im Moment, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass da ich das Problem schon bei Phantomkristall hatte, obwohl mein Notebook noch voll in Ordnung war und so weiter. Also dieses Leckproblem, darum geht es mir gerade. Das ist schon immer so gewesen, aber es ist jetzt richtig, richtig schlimm geworden. Und das liegt nicht mehr daran, dass der RPG-Maker nicht überall rund läuft. Sondern mein Notebook ist halt schon ziemlich hinüber in letzter Zeit. Also das hat jetzt in den letzten Jahren richtig, richtig stark an Effizienz verloren. Es muss ausgetauscht werden. Also ich werde mir jetzt demnächst einen Rechner zusammenstellen. Ihr werdet ja vielleicht schon mein Gehäusevideo gesehen haben. Und jetzt nach und nach baue ich mir einen neuen Rechner zusammen, damit das bald mal wieder alles vernünftig funktioniert. Ja, oh, guck mal. Warum nicht immer so? Ja. So, hier sind wir im Plateaugebirge. Und beim Plateaugebirge... Heißt beim Plateaugebirge außen beim Plateaugebirge oder heißt es im Plateaugebirge? Ich gehe nochmal ganz kurz raus, glaube ich. Und schaue mich nochmal vor dem Plateaugebirge um. Hat bestimmt wieder irgendwer von uns eine Information bekommen, die er nicht weitergegeben hat. Und deswegen wissen wir jetzt einfach nicht, wo wir hin müssen. Gucken wir mal hier kurz. Gehen wir einfach mal so ein bisschen am Plateaugebirge entlang. Eine Snibuna. Und ich glaube, das ist das weibliche Zeichen, was noch nicht so ganz funktioniert. Genau wie das männliche Zeichen. Hagel. Psychokinese. Toll. Hat nicht so gut funktioniert. Spuckball? Ist nicht sehr effektiv. Von welchem Typ ist denn Snibuna?
Was ist denn Morgengrauen für eine Attacke? Oh. Cool. Das ist, toll. Du schaffst das, Komma Dave. Komm, 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 komm. Oh, und jetzt, Dave, was hast du eigentlich für Attacken mittlerweile, also zurzeit? Na. Können wir jetzt endlich wieder angreifen? Das wäre super, danke. Flammenwurf, Erdbeben, Funkenflug und Flügelschlag. Wobei natürlich Erdbeben und Flügelschlag physische Attacken sind. Und die deswegen nicht ewig im Moveset bleiben werden. Und Snibuna kriegt den Flammenwurf ab. Das ist sehr effektiv. Und Snibuna geht in die Knie. So, eigentlich würde ich ja den Levibrillat nach vorne setzen. Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Levibrillat von Typ, zwar von Typ Wasser, aber auch von Typ Elektrizität. Kann das sein? Wir müssen ja Levibrillat eigentlich trainieren. Das ist Levibrillator. Und es kann keine Wasserattacke. Setz mal Bob nach vorne. Nein, surfen kann ich hier nicht. Tauschen und nach vorne setzen. Denn ich glaube, das wird uns im Gebirge eher weiterhelfen. So, hier ist also nix. Also gehen wir rein da. Oder kämpfen doch mal gegen den Pokémon, natürlich. Dum 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 dum. Ich glaube, ich erreiche in dieser Folge gar nichts, weil die Suche nach dem Sonnentempel ohne Anhaltspunkte von den anderen ist, glaube ich, sehr hilflos. Hagelfeld. Ja, komm, Flucht. So, komm, weiter geht's. Oh, ey. Wilde Pokémon sind ein Graus. Okay, Bob, go! Was ist ein Frigometri? Das sieht aus wie eine Schneeflocke. Mit einem Auge hinter. Konnte ich jetzt nicht flüchten? Flucht unmöglich? So. Was habe ich denn im Beutel? Habe ich zufällig noch Schutz. Ach, wir haben Megaring. So, hier werde ich sie wahrscheinlich finden. Lucarionit. Leuchtstein. Superschutz. Na, immerhin noch zwei. Also ab in die Höhle. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ah, wir finden erstmal hier ein Item.
Thema 1. Klauenwetzer. Beutel. Was ist denn Klauenwetzer? Klauenwetzer. Wetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Achso, okay. Ist eher uncool. So, hier komme ich nicht durch. Beim Plateaugebirge irgendwo. Konnte ich denn... Oder? Jetzt kann ich ja eh nicht mehr fliegen. Nur ich wollte gerade fragen, fliegen kann ich wahrscheinlich hier aus dem Gebirge eh nicht raus. Das Gebirge wird wahrscheinlich überdacht sein, es wird wahrscheinlich wie eine Höhle gelten. Weshalb ich hier nicht fliegen kann. Ich probiere es einfach trotzdem aus. Vielleicht gibt es nämlich im Plateaugebirge noch einen anderen Ort, den wir anfliegen können. Weil wir können ja auch Route 20 anfliegen. Aber nee, das Plateaugebirge zählt als Höhle. Hätte ja sein können, dass es kein Dach hat. Man weiß es ja nicht. Unova. Kleiner Tipp. Bei sowas, du musst den Leuten so ein bisschen offensichtlicher machen, dass es dort nach draußen geht. Weil das, man kann auf den ersten Blick das jetzt nicht so wirklich erkennen. Also es könnte auch einfach sein, dass es hier nicht weitergeht. Nur ein kleiner Vorschlag. Das würde vielleicht sowas ersichtlicher machen. So, gibt's hier irgendwo... Das ist wahrscheinlich wieder das Plateaugebirge. Es war nur ein kleiner Außenort. Wird gar nichts gesagt. Okay. Oh, Schutz lässt nach. So, hier unten geht's auch nicht weiter, ne? Da war bestimmt jeder schon mal. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, hier geht's nicht weiter. Okay. Also wieder raus in die Höhle. In der Hoffnung, dass ich dann wieder laufen kann. Ich glaube, ich bin eingefroren. Ach, herrje. Dum, 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 dum. Ja. Ah, hier könnte ich aber Fliegen einsetzen, ne? Bam, 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 bam. Fliegen. Du, 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 du. Ich glaube... Der Leaf hatte gesagt, zwischen der großen Stadt, also zwischen... Oh, Alter. Da sind wir gerade. Wir können das hier anfliegen? Was ist das? Einfach das... Achso, es blinkt, ne? Ich glaube, wir fliegen das mal an. Einfach, um zu gucken, wo wir da landen. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden in dieser Folge echt gar nichts erreichen. Ich kann höchstens meine Erfahrungen mitteilen, was ich gemacht habe, also wo ich schon war. Und das war's. Und dann letztendlich muss Izuna gucken, wo wir hin müssen. Das ist echt gerade nicht so optimal. Aber jetzt scheint die Geschwindigkeit wieder normal zu sein. Nee, auch nicht. Plateaugebirge. Hier liegt einfach mal ein Item rum. Hier war hier noch niemand? Warum war hier? Und warum können wir es dann anfliegen, wenn hier noch keiner war? Oder hatten wir noch kein... Doch, wir müssen noch... Wir haben noch lange Surfer gehabt hier. Okay. Ja. Ja. So. Hackattack. Hackattack? Hackattack? Hatte ich das nicht irgendwie schon mal gefunden? Was ist los?
So, es gibt wahrscheinlich keinen Geheimweg unterm Wasserfall. Kaskade haben wir nicht, also kommen wir da auch nicht hoch. Und wenn, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das gewollt ist, dass man da hochgeht. Aber wir kommen dem Wasserfall auch nicht entgegen. Okay, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Wo sind wir hier gelandet? Wie nennt sich dieser Ort? Es ist einfach das Plateaugebirge. Sind wir hier... Also hier muss jemand gewesen sein, oder? Wir müssen doch hier durchgelaufen sein. Lissy, die Arenaleiterin aus Avia, kommt manchmal her, um Bungee-Jumping zu machen. Die ist echt verrückt, oder nicht? Oder doch nur mutig? Ich bin einer der vier Bergwächter. Wir passen auf, dass niemand etwas passiert. So, ja, aber ich will den Sonnentempel finden, Leute. Das hier ist wahrscheinlich einfach das Plateaugebirge. Warum bin ich überhaupt hier? Ich habe ja solche Höhenangst. Und das ist wahrscheinlich einfach nur das Plateaugebirge. Oder? Ja, Oma? Im Trichter gibt es ein Pokémon Center, wo du deine Lieblinge aufheilen kannst. Danke. Aber das ist nicht hilfreich auf der Suche nach dem Sonnentempel. Aber hier kann doch keiner gewesen sein, sonst hätte er doch hoffentlich die ganzen Items eingesammelt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass hier einer hergeht und einfach alle Items liegen lässt. Never! Never ever! Nein. Hier geht's auch nicht durch. Diese Halbwege, weißt du, wo man nicht so durchkommt? Das ist so irritierend. So, wo sind wir denn hier? Hallo? Das ist die perfekte Kulisse für ein Foto. Ja, dann schießt doch ein Foto. Da ist noch ein Item. Okay, sammeln wir halt ein paar Items auf. Wolkentafel. Und wir stecken Wolkentafel in die Itemtasche. So, hier geht's nicht weiter. Also müssen wir oben rum irgendwie. Ah, wilde Pokémon in einer... Es ist ja keine Stadt eigentlich, ne? Es ist ja eigentlich nur so ein Rastplatz oder so. So würde ich das vielleicht bezeichnen. Ein Elfhund. Oder Elfhun. Ein Elfhun. Oder Elfan. Vielleicht ist es Mexikaner. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Es könnte auch ein Sombrero sein, was auf dem Kopf hat. Und keine Haare. Ha? Schon mal dran? Ja, nee. Ach komm. So, irgendwie müssen wir hier noch runterkommen noch. Kuriose. Ey, es waren hier auch überall noch Surfer. Komme ich da hinten überhaupt runter? Wie komme ich da hin? Ich hätte ja wohl kaum den Wasserfall runterspringen sollen, oder? Ah, nee. Soll ich nicht. Oh, diese Halbwege. Diese aussehen, als würde man da durchkommen, aber man kommt da nicht durch. Der Charakter ist zu dick. Zu dick! So, wo bin ich hier? Da ist ein dicker Mann. Ein glatzköpfiger dicker Mann. Sieht aus wie Nappa. Hallo, Nappa. Ich muss auf die andere Seite. Ja, was hält dich auf? Dort wartet jemand auf mich. Ja, dann hopp, hopp. Lass doch Leute nicht warten. Wo bin ich? Hier komme ich auch nicht durch. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier ins Wasser. Okay. Muss ich vielleicht darüber? Da ist ein Polizist, der steht da einfach rum. Ich bin einer der vier Bergwächter. Wir passen auf, dass niemand etwas passiert. Ist ja nett. Der wird uns auch nicht weiterhelfen, der Stein da. So, sind wir hier unten schon mal. So. Schauen wir uns hier mal alles ein bisschen an. Wo landen wir hier?
Hier geht's offenbar nicht weiter. Ups, Stein. Aber hier geht's auch nicht weiter. Warum bin ich denn hier runter? Gibt's in der Mitte was? Sieht nicht so aus. Also ist das Ding hier ziemlich leer. Hier war ich schon. Da ist nichts. Nein! Oh, Nausi jetzt wieder ins Wasser. Hier komme ich hier nicht durch. So muss ich irgendwie anders dahin kommen. Aber wie? Komme ich hier... Ach ja, ich komme hier im Wasserfall nicht runter. Gibt es einen anderen Weg irgendwie? Einen Weg, den ich nicht gesehen habe? Man kann hier nicht runterspringen oder sowas. Oh. Bam, 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 bam. Wollten so. Da ist Bob nicht so gut aufgehoben. Du kannst auch keine Attacke, die da irgendwie hilft, ne? Nee. Dann bitte Flucht. Tja, Leute. Die Folge nähert sich dem Ende. Und wir haben eigentlich effektiv nichts auf die Reihe bekommen. Das ist super. Nur hilft uns nicht so weiter. So, hier war ja nichts, ne? Nee. Also gehe ich jetzt letztendlich wieder über die Brücke rüber. Ich gehe zum Pokémon Center. Lass meine Pokémon nochmal heilen. Befrag aber links hier nochmal die beiden Kollegen da. Vielleicht helfen die mir irgendwie weiter. Kleine Pausen sind sehr wichtig. Mhm. Hier mache ich einen kurzen Halt, bevor ich weitergehe. Ja. Oh. Mensch. Hast einen Kopf im Regal stecken, ja? Bisschen neu sortieren. Okay, ich würde sagen, ich komme hier nicht weiter. Ihr müsst uns ein bisschen genauer abquatschen, bevor es hier weitergehen kann. Auf der Suche nach dem Sonnentempel. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Nächste Folge bei Izuna. Die wartet schon. Wir sehen uns. Bis denn. Und tschö.